Servus, grüßt euch und hallo, grüß Gott, herzlich willkommen bei der nächsten Runde unseres bayerischen Rollenspiels und unseres Grafen Nick des Zweiten. Und ich will euch gar nicht zu lang mit meinem Startgerede aufhalten. Wir sind mitten im Krieg und wir werden diesen Krieg jetzt fortführen um diese Augsburg-Ansprüche. Und dann schauen wir mal, es hat sich so taktisch so unglaublich viel getan. Der Siegfried ist gestorben, der rennt hier wirr rum mit seinen letzten paar Mannen. Es ist mittlerweile nicht mehr der Siegfried, sondern dieser Herzog Bernhard von Augsburg mit 29 Jahren Nachfolger. Er sieht überhaupt gar kein Land, weil er hat auch überhaupt gar keine Verbündeten mehr und hat nur noch 700 Soldaten. Wer weiß, wo der Rest von sich von dem da unten? Da sind die restlichen 600, die sich gerade mit wem streiten? Gegen den, ja, das ist ja der oben eben mit diesem Herzogtum Schwaben und da streitet sich mit diesem Herzog Bertolt II. Also der hat sich echt keinen gefallen da. Und das Ganze ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus von diesem Siegfried. Und wir machen jetzt einfach einmal weiter, weil wir werden jetzt natürlich schon schauen, dass wir den jetzt irgendwie abfangen können. Populisten am Kaiser den Heiligen. Ja, das mit dem Kaiser, das interessiert mich jetzt gar nicht, auch wenn wir ja eigentlich im Rat sitzen. Und der Ratsmarschall sind wir ja nicht, sondern, aber, schauen wir, was haben wir gleich nochmal? Der Ratskanzler ist ein voller wichtiger Typ eigentlich, mit Werte 6 ist ja eh lustig, aber das kratzt mir jetzt eigentlich trotzdem wenig, weil natürlich interessieren uns eigentlich viel mehr. Ja, und der traut sich jetzt wohl hoffentlich und München belagern, ja, jetzt werden wir den ja hoffentlich irgendwo abfangen da. Der hat immer weniger, weil die Versorgungsschwelle einfach nicht mehr hält. Und unser Verbündeter, der versucht den jetzt abzufangen, super, wir bewegen uns da jetzt gar nicht. Ah ja, und das ist jetzt die Eichstätt, das passt uns jetzt auch gerade richtig. Super, Aufgabe erledigt. Danke, kümmert euch darum, dass wir diese Ansprüche haben. Mein guter, wie heißt der, ist ja der Gebhard. Gebhard, unser neuer Bischof, kümmert euch darum. Damit haben wir die Ansprüche von Eichstätt da und es geht jetzt richtig rund. Jawohl, der hat den abgefangen. Wir stehen hier eigentlich erst einmal ganz gemütlich rum und machen erstmal gar nichts und ich warte, wo die da hinlaufen. Der läuft uns doch jetzt hoffentlich nicht in die Arme, oder? So blöd wird er jetzt nicht sein. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir ihn abfangen können. Natürlich sind wir viel langsamer mit unseren 4000 Mann. Ja, es ist schwierig. Jetzt läuft man da alle im Kreis. Es ist ein Ehr. Ah, und unser, ja, er hat einen abgefangen, super. Wir müssen da eigentlich überhaupt nichts machen, das ist eigentlich total witzig. Unser Verbündeter, der haut sich da voll rein. Hat, glaube ich, schon wieder die nächste Schlacht gewonnen. 95%, ja, irgendwie, irgendjemand, jawohl. Und das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Schlacht sein und da kommen wir doch eigentlich nur dazu. Immer noch nicht, weil der wieder abhaut. Ach, mei, oh mei. Ja, aber jetzt. Ach so. Wir belagern hier noch eine Stadt. 5 Monate. Und wisst ihr was, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es läuft. Aber, kurz mal Pause. Jetzt soll unser Gepard, weißt du was, du kümmerst dich jetzt gleich um die nächsten Ansprüche. Da darf man jetzt gar nicht lang rum. Das haben wir schon, das ist Eichstätt. Machst du das jetzt? Fertig. Herzog Patrizio ist nicht beeinflusst. Okay, dann naja, machen wir weiter. Im Moment habe ich eh keine andere Aufgabe. So, und das ist jetzt die Belagerung. 4 Monate. Dauert schon wieder viel zu lang. Haben schon wieder 1 Jahr Krieg jetzt fast, weil wir denen eigentlich mehr hinterhergelaufen sind als andere. Aber mit 8000 Soldaten sollte es jetzt nicht mehr lang dauern. 900, da haben wir es. Jetzt ist es vorbei. So. Jetzt ist vorbei und dann brechen wir auch die Belagerung jetzt ab, weil das kostet uns viel zu viel Geld. Moment einmal, nochmal ganz kurz zurück. Ja, die Belagerung bringt uns auch nichts mehr. Die bringt uns auch kein Geld mehr. Also macht es keinen Sinn.
Wir erzwingen die Forderung gegen unseren ja, neuen Verteidiger. Tut mir leid, Bur, dass du da in diese Geschichte hineingerutscht bist. Da kannst du eigentlich auch nichts dafür. Aber wir erzwingen jetzt die Forderung. Und jawohl, unsere Jahre kurz und elend, ja, dafür ist es spät. Wir sollen die Wünsche. Und mache erst einmal Stopp. Und damit ist es endlich soweit. Und Augsburg gehört zu Bayern, so wie sie das gehört. Fix. Ist ja echt Zeit geworden. Auslösen. Was ist da los? 50 erzahlt. Moment, wieso läuft denn da schon wieder die Zeit? Es gibt einen neuen Kaiser. Oh, okay, ist der gestorben, der Kaiser? Ja, tatsächlich. Hustenanfall erstickt. Das ist ja nicht so als eins am anderen. Eieiei, also das passiert immer so früh auf einmal. Moment. Die Gräfin Hemmer von Brixen will wen raushauen? Dorothea von Andex, 13. Vergibt uns 50. Okay. Danke, ist okay. Gut. Dann lösen wir jetzt erstmal die Einheiten alle auf. Jawohl, das ist der nächste Schritt. Augsburg gehört endlich uns. Und genau so soll es sein. Wie schaut es denn da mit Schaumburg aus? Okay, das haben wir jetzt gleich mit der Kontrolle. Augsburg schaut eh schon gut aus mit 25. Nicht ganz so schlimm. Wir haben die Domänenschwelle wieder überschritten. Da kümmern wir uns jetzt gleich drum. So, was mich aber jetzt viel mehr interessieren darf, ist, wir haben jetzt diesen, aha, da haben wir immer noch den Graf Arnold, der lebt da immer noch. Nein, das kann ja bloß der Nachfolger sein. Das ist ja schon uralt. So. Das Herzogtum Augsburg ist gewechselt nach Innsbruck. Können wir ihm jetzt, wird da eigentlich wirklich jetzt den finalen Gesamtschlag über das ganze Herzogtum, das geht aber nicht, gell? Das ist blöd. Wir haben keinen Kriegsgrund. Wir können keinen Kriegsgrund auswählen, weil wir keinen haben. Okay, gut. Wir haben unseren, wir sind schon in Burgau, das ist schon mal sehr gut. Wäre wahrscheinlich jetzt Innsbruck gescheiter gewesen, alles klar. Gut, macht aber nichts. Lasst mal so, wie es ist. Sehr gut. Dann, jetzt lassen wir mal die Zeit laufen. Moment, über Domänenschwelle. Weiß, wissen wir. Ansprüche fingieren, machen wir gerade. Augsburg deaktiviert das Gebäude. Ja, das ist klar, weil wir keine Kontrolle im Moment haben. Lassen wir mal so. Herzogtum Salzburg, das wissen wir auch. Das wissen wir auch. Okay, nichts Neues, alles klar. Wir müssen eine Domäne loswerden. Und jetzt könnte man mal den anderen Trick versuchen. Salzburg und Schaumburg könnten wir Salzburg, das ist die Grafschaft Salzburg und der Nachfolger ist der Michael mit 14. Können wir dem jetzt, dem können wir jetzt schon die Grafschaft übergeben und genau so machen wir das jetzt. Er wird es ja eh erben. Also wird der Michael mit 14 Graf von Salzburg. So ist es. Er ist unser Vasall geworden, ist damit, ja, er hat es sowieso ausgezeichnet. Ist gar nicht so blöd. Sehr schön. Okay. Inspiriertes Maßhalten.
Ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Sohn Paul davon dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er meinte, er habe daraus gelernt, dass man sich nicht übernehmen sollte. Es kann furchtbar gefährlich sein, sich zu übernehmen. Man muss die richtige Ausübung des Gesetzes lehren. Verliert die Eigenschaft maßvoll, hält die Eigenschaft, oder Paul verliert die Eigenschaft maßvoll. Hat er die schon oder wie? Herrisch, maßvoll, ehrlich. Er muss lernen, wie wenig sich die höheren Mächte um derlei Dinge kümmern wahrscheinlich. Nein, also das definitiv nicht. Wir sind religiöse Eifersüchter und demütig. Natürlich ist der Gott unser... ist Gott unser Leitstern. Man muss die richtige Ausübung des Gesetzes lernen. Ja, da bin ich tatsächlich dieser Meinung. Oh, das bringt uns zwar Anspannung, aber unser Paul wird auch gerecht. Sehr schön. Und das bedeutet auch, dass wir wieder laufen. Wir müssen unbedingt Anspannung loswerden. Und was gibt es da Besseres? Haben wir schon ewig lang nicht mehr gemacht. Festmahl vielleicht? Könnte Lehnsherr, das wäre dann der neue Kaiser. Aha. Oder eine Jagd. Bleibt sie eigentlich gleich? Ich würde sagen, wir gehen auf die Jagd, weil es ein bisschen günstiger ist. Oder können wir ja immer nur ein Festmahl machen. So, alles klar. Mit wie alt ist er? 55 geht unser Nick nochmal wunderbar auf die Jagd, weil es gerade so erfreut ist. Vorsicht, Wildschwein! Mein Vasalbürgermeister Engelmaß sieht hervorragend aus in seinem Jagdgewand und ich verfluche die Störung, die meinen Blick von ihm abschweifen lässt. Das Knacken von Essen, das Rascheln im Unterholz, Vögel, die verängstigt zwitschernd, dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar von Gattung Wildschwein kommt direkt auf uns zu. Der Weg des Tieres endet hier vor mir. Was bedeutet das? Töte die Bestie, ihr werdet verwundet. Ich werde selbst getötet. Ach du meine Güte. 10 Jahre lang Jagdtrophäe. Ja, das gibt ein bisschen Prestige, aber 150 erhält ein schwaches Druckmittel. Okay. Ja, wollen wir das riskieren? Das riskieren wir. 10 Jahre Jagdtrophäe erhalten. Also... Gut, niedrige Gemeindekontrolle in Augsburg, das wissen wir auch. Rückkehr von der Wildnis, die Jagd nähert sich ihrem Ende. Sehr schön, wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd sehr gut, wunderbar und wir haben etwas Anspannung verloren und müssen mal schauen, das gefällt mir nämlich gar nicht. Ach so, ja genau. Moment einmal. Stimmt, das hätte ich beinahe vergessen. Wir sind ja nicht mehr im Rat, gell? Unseres Kaisers. Weil wir ja einen neuen Kaiser haben. Aber er bietet uns den Job als Ratsverwalter an. Mit 10, naja, gut. Das würde aber bedeuten, wir kriegen wieder mächtig Geld plus. Ja klar, machen wir das. Also gut. Ratsverwalter, oder? Hat er gesagt. Als Herzog von Einfluss ist es nur angemessen, dass eure Stimme im Rahmen meines Rates gehört wird. In Anerkennung dieser Tatsache bitte ich euch hiermit den Posten als Ratsverwalter vom Heiligen Römischen Reich an. Annehmen, ja logisch. Und da kriegen wir plus 3 Steuern, das ist ja super. Ausgezeichnet. Sehr schön. Und wir haben wirklich viel Geld und wir müssen mal wieder was investieren. War in Augsburg. Bauen wir ein neues Gebäude. Was bauen wir denn da? Höfe und Felder. Ganz genau. 105 passt. Sehr schön. Hat uns ein bisschen Geld gekostet, bringt aber viel.
Essen-Lohe weiß ich nicht, ob wir es behalten, aber auch da sind wir schon ganz gut ausgebaut. Berchtesgaden selber hat noch gar nichts und auch da Außenposten brauchen wir weniger. Hügelfest und grünendes Land bringt 50 Aufgebote und mehr Steuern. Na, nochmal 100 Aufgebote. Haben wir da nichts, was ein bisschen Geld bringt? Wache Erzminen. Oh, das ist spannend. Bringt uns nochmal 5. Moment, eins am anderen. 160. Das machen wir jetzt auch. Wir haben hier die Erzminen weiter ausgebaut. Sehr gut, das bringt uns nochmal ein halbes Goldstück im Monat mehr. Finde ich gut. Das reicht jetzt auch wieder. So, und wir haben in Schaumburg. Sehr schön. Da haben wir jetzt die absolute Kontrolle. Ausgezeichnet. Dann musst du dich nämlich, lieber Liavizzo, hast du bis jetzt wirklich sehr verdient gemacht. Dann musst du leider gleich weiter werkeln und zwar hier in Augsburg. Genau. Wunderbar. Ja, ihr seht es, Bayern wächst. Sehr schön. Ach, das. Wer ist denn das? Arno von Krein will, dass unsere Tochter Helene, das ist doch die jüngste Tochter von uns, ne? Genau. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Ich weiß nicht genau, was sie damit bezwecken wollen, aber na gut, schickt mir den mal. Es ist ganz gut, wenn die Kinder mal rumkommen. Ich hoffe ja immer. Also wir haben ja bei diesem Anspruch auf Gemeindefingieren tatsächlich immer eine ganz kleine Chance, gibt es da, dass der das über das ganze Herzogtum ausweitet. Man sollte sich nicht damit hoffen, aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also lassen wir es mal laufen. Könnten ja mal Glück haben. Der Trost eines Freundes, es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als ein Geschäft. Als die Gesellschaft von Gräfin Anna, meine Schwester. Wir gingen gemeinsam in der Stadt spazieren, wo wir den armen Münzen zuwarfen, einem übermütigen Taschendieb verziehen. Akte der Großzügigkeit und Vergebung können einen geplagten Geist wahrlich entspannen. Nach dieser kurzen Pause war ich erneut bereit, mich meinen Pflichten zu stellen. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Gräfin Anna? Das ist aber richtig. Und unsere Schwester, unsere beste Freundin, Gräfin von Falkenstein, es tut immer gut, Zeit mit Anna zu verbringen. Und sie nimmt uns nochmal 20 Anspannung. Das finde ich super. Dann brauchen wir vielleicht doch kein Festmahl machen, wobei wir das einmal wieder machen könnten. Aber muss ja jetzt nicht sein. Was tut sie da gerade so? Schauen wir mal. Jetzt sagt bloß, der ist schon wieder in irgendwas verstrickt. Graf Arnold vom Burka-Befreiungskrieg. Okay. Also dieser Graf Arnold hier, na heute aber von Burgau. Okay. Na ja, gut. Wir kriegen es irgendwann hin mit dem Königreich Bayern, da bin ich mir ganz sicher. Es war natürlich toll. Und wir haben ja mittlerweile, stimmt, wir haben ja auch den Anspruch auf. Ja, richtig, das hätte ich beinahe vergessen. Wir haben ja den Anspruch auf Eichstätt, ne? Genau. Er hat überhaupt gar keine Verbindung. Das heißt, es wird also ein ganz ein schneller Schlag werden. Sehr interessant. Sehr interessant. Herzogtum Nordgau. Und wer ist der Herzog von Nordgau? Adalbert von Nordgau. Das ist genau der gleiche. Also, Bursche, eigentlich wäre auch das.
Also, ja, zwar so Aktionen, ist halt die Frage. Ja, auch das gehört eigentlich zum Königreich Bayern. Und auch das stellt unser lieber Nick, der sagt, der liebe Gott hat gesagt, das Königreich Bayern und das gehört alles zusammen. Und auch für unsere Kinder, ich meine, die Grafschaft könnten wir ja dann auch an unsere Söhne gleich vererben. Hoffe, dass das eine schnelle Aktion werden wird. Ich denke auch nicht, dass wir, schaut so aus mit unserem Militär, schauen wir mal kurz rein, 4000 Mann. Wir sind gut aufgestellt. Wir könnten sogar unsere, die erhöhen wir jetzt auf 3. Jawohl. Dann warten wir noch mal. Es ist Oktober. Wir warten den Winter noch ab. Heimkehr eines Kindes. Ah ja, ist wieder da. Sehr schön. Ich bin ein bisschen suspekt, was da immer gespielt wird, aber okay, gut. Wir warten den Winter noch ab. Da haben wir ja auch keinen Waffenstillstand. Sehr schön. Er hat jetzt gerade seine Armeen ausgehoben, weil. Aha, er ist da irgendwo hingerufen worden, um irgendwas zu verteidigen. Das ist ja gleich noch viel besser. Okay, gut. Dann soll er mal da seine Mannen sammeln. Da wird er jetzt gleich wieder heimkommen. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, ich denke, das können wir in diese Folge noch mit reinkriegen. Moment einmal. Patrizio ist nicht beeinflusst. Okay, dann würde ich sagen, Mündel und der We ja, die, das ist mir schon klar, dass die alle profitieren von der Ausbildung meiner Frau, wenn diese super gescheit ist. Wundert mich nicht. Die ist mit dem Ottakären verbündet. Verlobt, aber das ist ja gar keiner. Graf Rupprecht von Knitterfeld. Naja, obwohl der erbt einmal ganz gute Dinge, ganz gute Soldaten. Na gut, okay. Wo waren wir? Winter vergehen lassen. Das wollten wir. So, wir haben Jahreswechsel. Unser Nick ist mittlerweile 56 Jahre alt und aber auch mittlerweile super, super Kriegsführung. Jetzt schauen wir, aha, und wieder kommt es genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das wissen wir genau, dass der Nick nicht. Jetzt schauen wir mal, was können wir da jetzt mal einschließen? Kriegsvoll Kontereffektivität plus von der. Muss ich jetzt ganz ehrlich wissen, weiß ich nicht, was das bedeutet. Wir nehmen es jetzt trotzdem. Kann ja nicht so schlecht sein. Und haben immer noch 23. Jetzt ist einmal die Frage, wir könnten einmal schnell schauen, eins am anderen. Okay, die sind jetzt auch gleich so weit. Nick wird erwachsen. Genau, unser Sohn ist jetzt erwachsen und da werden wir uns mal darum kümmern. Schauen wir mal, was ist er denn für ein Bursche? Er ist krank. Ach nein. Das volle Ausmaß muss erst noch ermittelt werden. Ja, hoffentlich. Ein undurchschaubarer Intrigenspinner und Sadist ist er auch noch. Ein gerechter, demütiger Sadist. Das ist ja schon wieder eine Kombination. Na, da kann ja was auf uns zukommen. Aber dass er krank ist, ist blöd. Konnte unsere Frau nichts machen. Schauen wir mal. Ganz kurz, das interessiert mich jetzt immer ganz kurz. Enterben. Ach, wir könnten den auch enterben. Okay, nochmal so witzigerweise. Aber machen wir natürlich nicht, gibt es ja im Moment gar keinen aktuellen Grund.
Okay, Krankheitswiderstand, gewaltiger Bonus, gelinderte Krankheitssymptome, sehr schön. Ja, da muss sich meine Frau drum kümmern. Wir haben hier gleich die 300 erreicht. Jetzt haben wir sie erreicht. Gut, es ist Anfang Februar. Ich denke, es wird Zeit, mein Freund. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt eine ganz schnelle Aktion wird. Moment einmal, was? Fraktion gegen euch geschaffen. Graf Anzig. Das muss ich mal da lassen. Ich drücke das jetzt nicht weg, da muss man später drum kümmern, weil jetzt immer dann, wenn wir gerade was machen hier, wir holen unsere Soldaten und ziehen gegen Eichstätt. Und beginnen mit der Belagerung. Augsburg wird belagert. Warum? Was? Wieso? Ach so, weil das belagert wird. Okay, gut zu wissen. Der braucht wie lang? 11 Monate. Ja, mach das einmal. Noch 3 Monate. Alles klar. Es wird spannend, wie es denn dann weitergeht. Und genau, weil es so spannend ist, ihr Lieben. Genau. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Gell? Übrigens hat der da unten, da kämpft er sehr gerade. Ja, also es geht rund. Und weil es gerade so spannend ist, um den Faden wieder aufzunehmen, müsst ihr leider das nächste Mal wieder einschalten. Denn es ist und bleibt immer wieder spannend und Bayern wächst und unser Nick der Zweite hat jetzt schon lang und jetzt schauen wir mal, wann er das Ruder übergibt und überhaupt, es ist und bleibt also wahnsinnig spannend. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Der DJ Nick und der schaut das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.